Hallo zusammen, kleiner Bericht von meinem heutigen Quartiersbesuch in Obervieland. Als erstes habe ich die Kinder- und Jugendfarm besucht. Ich muss sagen, eine absolut beeindruckende Anlage, in der die Kinder die Möglichkeit haben, nicht nur Natur und Tiere zu erfahren, sondern sich auch selber auszuprobieren und Abenteuer zu erleben. Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Einrichtung seit über 3 Jahrzehnten für den Stadtteil und mit einer ganz hervorragenden Perspektive. Ich habe mir die neuesten Pläne auch erläutern lassen und muss sagen, die Kolleginnen und Kollegen haben richtig viel vor. Als nächstes ging es dann zum Tuscomet Arsten und auch da war ich sehr beeindruckt von der hervorragend gepflegten Sportanlage. Da steckt ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement. Dahinter natürlich ist auch eingefordert worden, was ich sehr verständlich finde, ein höheres Engagement der öffentlichen Hand. Aber eins ist klar geworden, ohne die massive ehrenamtliche Arbeit wäre es nicht möglich, eine so tolle Sportanlage für den Stadtteil vorzuhalten. Nächste Station war das Bürgerhäuschen. Da war ich eingeladen zu Diskussion, Kaffee und Kuchen. Und was ich ganz besonders charmant fand, ich wurde von einer Liedermacherin aus dem Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit einem Bremen-Song empfangen, der mir sehr gut gefallen hat und den man ja hier im Hintergrund auch ein bisschen hört. Anschließend ging es weiter zur Einkaufspassage in Kattenturm und wir haben darüber diskutiert, wie wir und wie hier das Stadtteilzentrum und Ortsteilzentrum entwickelt werden kann. Da gibt es ja ganz konkrete Planungen und auch gute Aussicht, aber man hat auch gemerkt, da ist natürlich noch einiges zu tun und das ist natürlich nicht nur eine Aufgabe des Beirats und des Ortsamtes, sondern das ist natürlich auch in gesamtstädtischer Verantwortung. Was ist das Fazit meines heutigen Quartiersbesuchs? Ich habe Obervieland als einen vielfältigen, als einen grünen, als einen sehr spannenden und von viel ehrenamtlichem Engagement geprägten Stadtteil kennengelernt, der natürlich, wie jeder Stadtteil, seine Probleme hat, bei dem es aber ganz viel Blick in die Zukunft und viele, viele gute Ideen gibt. Das hat mich sehr beeindruckt und in diesem Sinne wünsche ich alles, alles Gute, Ihr Andreas Bovenschulte.